Moin Moin Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch am heutigen Samstag zu einem neuen Overwatch Video. Ja, heute wollen wir uns mal wieder einen kleinen Merchandise-Gegenstand anschauen. Das mache ich von Zeit zu Zeit ja mal ganz gerne. Und dabei werden wir uns heute was komplett Neues anschauen, das Blizzard in der letzten Woche im Rahmen des BlizzCon Presales in den eigenen Store gebracht hat. Ja, ihr seht es hier schon, wir gucken uns heute den Plüsch Snowball oder im Deutschen heißt er ja Flöckchen an. Bevor wir uns jetzt die Figur ein bisschen genauer anschauen, ganz kurzer Hinweis. Ich habe diesen Plüsch selbst gekauft, habe den nicht vom Blizzard gestellt bekommen, nur damit ihr es wisst. So, das Ganze ist ähnlich wie in der Vergangenheit haben wir ja schon Winston als Plüsch gesehen. Wir haben Ganymede, also den Vogel von Bastion als Plüsch gesehen. Ist jetzt die dritte Plüschfigur, die Overwatch auf den Markt bringt oder stofft hier, sagen wir im Deutschen ja so schön. Und ich habe ihn gesehen und musste ihn einfach direkt haben und einer der Gründe dafür ist unter anderem die Tatsache, dass man diese Eyepatche entfernen kann. Die sind mit so einem Klettverschluss, Velcro, angebracht und dann hat man insgesamt 6 unterschiedliche Facial Expressions. Ja, falls ihr euch entscheidet, das Ganze selbst kaufen zu wollen, wie gesagt, dann müsst ihr im Blizzard Gear Store einkaufen. Kostet knapp $35. Das heißt, umgerechnet haben wir einen Preis von circa 30 Euro. Ich finde es aber mal ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze kommt aus den Staaten. Das heißt, es kommen nochmal Versandkosten drauf, so von circa 6 bis 10 Dollar. Und es kommt auch noch Zoll drauf, wenn das Ganze eingeführt wird. Also nur, damit ihr am Ende nicht ein bisschen von den Kosten überrascht werdet. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was da drauf kommt, weil ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen mehr bestellt, die ich euch in nächster Zeit sage. Und das hat meinen Gesamtpreis einfach ein bisschen hochgetrieben. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, nochmal so 15, vielleicht bis 20 Euro kommen drauf auf den Kaufpreis. Behaltet das also bitte ein bisschen im Auge. Ja, ansonsten, ich finde diesen Snowball wirklich, ich finde ihn herrlich. Ich glaube, die meisten von uns sind so richtig warm geworden mit Snowball, als er uns zuletzt vorgestellt wurde im Kurzfilm. Vorher war es ja immer so, oh, May ist Satan, May ist der Teufel. Hier sehen wir übrigens auch nochmal die Rückseite, das ist Velcro, wie gesagt, Klettverschluss. Man kann da im Grunde genommen alles draufkleben, was ich jetzt hier mal so ein bisschen demonstrieren kann, weil ich habe so schöne Klett Doomfist und eine Klett Diva, die kann ich einfach mal drauf. Also ich sag mal so, wer kreativ ist und wer vielleicht selbst sich so ein bisschen mit Schneidern auskennt, könnte sich ja eigene Eyepatche machen. Und das ist schon eine Sache, die ich relativ cool finde und auch relativ clever, weil es einfach zu Flöckchen passt. Ja, ich zeige euch nochmal ganz kurz. Oben hat man so schön, als würden Schrauben drin sein. Zeige ich das Ganze mal so ein bisschen vom Nahen. Schön flauschige Oberseite, das muss man auch ganz klar sagen. Unten ist schön flauschig. Also es ist, wie man sich's vom Stofftier eigentlich vorstellt. Auch unten diese Düsen drunter. Also richtig, richtig gelungen und scheinbar so geil, dass sogar die Katze den haben will. Also Emilia, immer das Gleiche mit dir. Immer das Gleiche mit dir. Ihr kennt das ja mittlerweile. Jeder will einfach Snowball haben. Machen wir uns nichts vor. Ja, abschließend nochmal ganz kurz gezeigt, man kann tatsächlich auch diesen kompletten Kopf drehen. Deswegen ist dieses Unterteil ein bisschen härter, aber ich bin wirklich sehr begeistert. Also für den Preis, den das Ganze kostet, ich werde ihn mir schön auf die Couch stellen. Bin jetzt kein großer Stofftier-Fan, aber ich glaube einfach, er wird sich dort relativ gut machen. Ja, postet ihm doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ist es was, worauf ihr steht? Ist es was, was euch gar nicht interessiert? Ist für mich natürlich auch immer interessant zu wissen, wo wir mit diesen Merchandise-Videos hingehen. Möchtet ihr weitere von diesen Sachen sehen oder interessiert es euch einfach gar nicht? Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben und ja, von mir gibt es hier definitiv eine klare Kaufempfehlung. Wie gesagt, ich habe es selbst gekauft. Ich würde diese Empfehlung nicht geben, wenn ich nicht zufrieden wäre und in Kürze werden wir noch das ein oder andere ebenfalls von diesem BlizzCon Presale sehen, denn ich habe, wie gesagt, ein bisschen mehr eingekauft. Zum Beispiel diese schöne Diva Backpack, aber dazu in die Tage mehr.